Schon so oft blicken wir in das Jahr, in dem Quirinius Statthalter von Syrien war. Denn wir wissen ja ziemlich klar, was da am allerersten Weihnachtsfest geschah. Maria war mit Josef zwar noch kein vermähltes Ehepaar, doch war die Zeit zu zweit nicht weit, denn sie war dabei, die Hochzeit vorzubereiten, als plötzlich ein Engel, der Gabriel hieß, erschien. Sie grüßte und sie wissen ließ, dass sie schwanger sei durch Gottes Geist und einen Sohn gebären würde, der Jesus heißt. Sprach's, verschwand und Maria stand gespannt und gebannt mit dem Rücken zur Wand, denn ab diesem Dialog, ab diesem Augenblick war sie quasi Mutter Gottes, da gab es kein Zurück. Und sie hatte zudem noch ein weiteres Problem, das in ihr tobt, denn sie war ja schon verlobt, verlobt und schwanger, aber nicht von ihrem Mann. Da fing der Hochzeitsplan wohl zu schwanken an. Voll Angst und doch glücklich, verwirrt und beschenkt, akzeptierte sie, der Mensch denkt, Gott lenkt. Gott durchkreuzt die Wege, auf denen Menschen gehen. Manchmal überdeutlich und manchmal kaum zu sehen. Gott durchkreuzt die Pläne, sie scheinen sich zu drehen. Manches wird man später mal und vieles nie verstehen. Josef war als Schreiner einer, der so gut es geht im Leben steht. Er hatte einen Job, ihr Zuhause und er war verlobt. Was will man mehr? Doch auch seine Pläne werden neu gezeichnet, als Maria ihm die Schwangerschaft beichtet. Kurz darauf müssen sie aus steuerlichen Gründen nach Bethlehem und aus Nazareth verschwinden. Kein Geld, keine Wohnung, kein Kuckuckskind. Stress mit den Verwandten, das alles sind nicht gerade optimale soziale Signale, die Josef für seine Familie sieht, als er mit ihr nach Bethlehem zieht. Dass er kurz nach der Geburt nach Ägypten fliehen muss, weiß er da noch nicht, das erfährt er erst zum Schluss. Gott durchkreuzt die Wege, auf denen Menschen gehen. Manchmal überdeutlich und manchmal kaum zu sehen. Gott durchkreuzt die Pläne, sie scheinen sich zu drehen. Manches wird man später mal und vieles nie verstehen. Als die Hirten ihre Herden bei den Hürden hüten, werden sie von Engeln und den Klängen ihrer himmlischen Gesänge informiert. Auf freut euch sehr, denn bald herrscht Frieden hier auf Erden. Gleich nach diesem Zwischenfall stürzten sie bestürzt zum Stall. Und wie beschrieben trafen sie da Jesus, Josef und Maria. Gott durchkreuzt die Wege, auf denen Menschen gehen. Manchmal überdeutlich und manchmal kaum zu sehen. Gott durchkreuzt die Pläne, sie scheinen sich zu drehen. Manches wird man später mal und vieles nie verstehen. Nur einer derweil den Großteil dessen, das dort lief, verschlief, war Jesus, und das ist auch klar, da
da der ja erst geboren war. Doch ein paar Jahre hinterher erfuhr und zeigte dann auch er, dass oftmals das Verständnis streikt und es das Denken übersteigt, wenn Gott und Mensch sich auf dem Weg, den er gerade geht, begegnen. Das ist alles lange her, doch das passiert auch heute noch.